meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute ein Food Diary für euch. Ich habe die letzten 3 Tage meine Mahlzeiten gefilmt. Ich habe tolle Rezeptideen für euch. Ich dachte, nach fast 5 Jahren fleischloser Ernährung kann ich einigen vielleicht etwas Inspiration geben, die den Fleischanteil in ihrem Alltag reduzieren möchten oder ganz drauf verzichten möchten. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Video. Wenn dem so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass ich mehr davon für euch online stellen soll. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wie an jedem Morgen starte ich auch an diesem mit einem Shake. Diesen bereite ich jeden Morgen frisch zu. Er besteht meistens aus 4 sehr reifen Bananen. Das erkennt ihr daran, dass sie schöne dunkle Punkte haben. Dann sind die richtig schön süß und schmecken lecker in diesem Smoothie. Des Weiteren sind dort Nüsse und Samen drin. Meistens mache ich auch noch etwas Tiefkühlspinat oder Grünkohl hinein. Und natürlich, um das Ganze richtig schmackhaft zu machen, dürfen die Erdbeeren oder sämtliche Tiefkühlfrüchte, die ihr so in den Supermärkten findet, nicht fehlen. Das Ganze wird dann richtig schön püriert, dass es ein cremiger Smoothie wird. Und es ist richtig schön erfrischend, gerade jetzt im Sommer durch diese Tiefkühlfrüchte. Und der sättigt mich ungefähr 2 bis 3 Stunden. Ein Glas für mich und ein Glas ist für meinen Mann. So haben wir unsere Vitamine für den Tag schon direkt zu uns genommen. Als zweite Mahlzeit bereite ich mir heute ein leckeres Müsli zu. Dafür nehme ich 6 große Löffel kernige Haferflocken, gebe einen guten Schuss Wasser hinzu, dann entsteht auch eine Art Hafermilch daraus. Dann lasse ich das Ganze ziehen. In der Zeit schneide ich mir schon mal meinen Apfel zurecht, denn das mag ich sehr gerne, wenn diese fruchtigen Stücke dann da drin sind. Man kann natürlich auch Nüsse oder Rosinen hinzugeben, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ein paar Kokosflocken gebe ich auch darüber. Diese sind jetzt vom DM, die sind ein bisschen größer als die, die man sonst im Supermarkt bekommt und das mag ich sehr gerne. Hier gibt es Reste vom Vortag. Das ist serbische Bohnensuppe. Die habe ich selber gekocht. Das Rezept werde ich euch unten verlinken. Dieses habe ich von Chefkoch und habe es einfach ohne Fleisch und sonstige tierische Zutaten gekocht. Ich bereite schon mal das Abendessen vor. Das sind Zwiebeln und Paprika. Diese werden gebraten. Dann habe ich hier Tomatenmark mit Wasser gemischt und schüttel es ordentlich, denn ich koche Reis und sobald dieser gekocht ist, muss ich die Flüssigkeit darüber schütten, denn das wird Juvec-Reis, das ist sehr lecker. Das Rezept schreibe ich euch unten in die Infobox. So sieht das Ganze dann aus, das mögen wir sehr gerne. Dazu gibt es bei uns dann immer Tzatziki, dieser ist natürlich auch selbst gemacht. Und einen schönen bunten Salat gibt es dazu. Als Dressing gibt es die ungesunde Variante. Dieses ist von Edeka Paprika-Kräutermix. Und eine zweite Portion darf nicht fehlen. Ich hatte sehr großen Hunger an diesem Tag, deswegen gibt es einen Nachschlag für mich. Als Dessert habe ich mir ein paar Erdbeeren ausgewählt. Auch an diesem Morgen habe ich uns einen Shake zubereitet. Dieser ist mit Ananas, deswegen hat er eine komplett andere Farbe als gestern. Und ihr seht, es ist noch etwas in dem Mixer drin. Das schütte ich mir dann einfach später ins Glas. Ich musste an diesem Tag arbeiten, deswegen habe ich mir ein Frühstück gemacht zum Mitnehmen. Es ist ein belegtes Brot mit Creme Vega und Salami, das ist diese von Hobels veganer rustikaler Aufschnitt, geschnibbeltes Gemüse, Kohlrabi, Möhren und Radieschen, ein Granatapfel und eine Banane. Zeit für eine kleine Kaffeepause. Ich habe mal diese Hafermilch vom Aldi ausprobiert, sonst nehme ich immer die von Alpro. Da diese sehr teuer ist und Alpro sowieso umstritten, habe ich mal diese vom Aldi probiert und ich muss sagen, die schmeckt mir auch sehr gut im Kaffee. Spontanes Grillen ist angesagt. Hier sind wir schon fleißig am Vorbereiten. Ich habe Tomaten mit Zwiebeln, Knoblauch, Salz und Pfeffer in diese Pfännchen eingelegt.
Auberginen möchte ich einlegen, um sie hinterher auf Spieße aufzuspießen und auf den Grill zu legen. Ich gebe Pfeffer hinzu. Ein bisschen Salz. Majoran. Thymian. Natürlich darf Knoblauch nicht fehlen. Wir alle lieben Knoblauch. Und einen guten Schuss Olivenöl. Den Deckel drauf und gut schütteln, damit sich alles gut verteilt. Und dann einfach nur noch aufspießen und ab auf den Grill damit. Wir haben auch zwei Bratwürstchen drauf von Beyond Meat. Diese kann ich euch wärmstens empfehlen. Die sind sehr lecker. Die sind auf Basis von Erbsenprotein und sind sehr schmackhaft. Wir haben auch Räuchertofu auf den Grill geschmissen. Dieser ist vom Netto und den mögen wir am liebsten. Ja, Prost! Salat gibt es natürlich auch dazu, wieder unsere bunte Mischung mit Paprika, Zwiebeln, Mais, Kidneybohnen. Hier haben wir Schafskäse eingelegt, dieser ist mit Paprikagewürz, Knoblauch, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Das Ganze für ungefähr 10 bis 15 Minuten auf den Grill und das schmeckt wunderbar. So sieht mein angerichteter Teller dann aus. Ich habe Kartoffeln mit Tzatziki, die Gemüsespieße und die Tomaten. Die sind jetzt richtig schön weich geworden und eingelegt. Das mag ich besonders gerne. Es war zwar alles sehr lecker, was wir da gegrillt haben, aber es hat mich nicht lange gesättigt. Deswegen mache ich mir hier schon ein Porridge. Ich habe wieder 5 Esslöffel kernige Haferflocken mit ordentlich Wasser aufgekocht. Eine Prise Salz dazu und dann lasse ich das schön kochen, bis es schön schleimig geworden ist, wie ihr hier sehen könnt. Das gebe ich dann über die Äpfel drüber. Und als Süße und besonderes Schmankerl gibt es heute Amarena-Kirschen da drauf. Das hat sehr gut geschmeckt. Es waren nur 3 Stück, aber es ist sehr zu empfehlen. Und weil ich dann immer noch nicht satt war, habe ich mir noch Brötchen gemacht und zwar einmal hier wieder mit Creme Vega und diesem veganen Aufschnitt von Hobels und etwas Frisches zum Knabbern dabei und noch ein Brötchen mit Banane. Guten Morgen! Heute gibt es natürlich wieder einen Shake, diesmal mit Tiefkühlfrüchten und zwar diesen Beerenmix. Der ist sehr erfrischend, probiert das mal, das schmeckt richtig gut. Ein Glas ist für mich und ein Glas ist für meinen Mann. Ein kleiner Snack zwischendurch, wieder meine geliebte Creme Vega mit dem Hobelsaufschnitt. Das schmeckt mir wirklich sehr lecker im Moment, da stehe ich drauf mit Brot, eine Möhre und ein Radieschen. Zum Mittagessen gibt es heute Reste. Ich habe das vom Grillen, das ganze Gemüse, was wir nicht abgegrillt haben, in die Pfanne geschmissen mit etwas Olivenöl und brate das hier schon mal kräftig an. Ich mache noch einen Schuss Sojasauce hinzu. Frühlingszwiebeln, Pilze, Paprika, grüner Spargel, Räuchertofu, Auberginen. So sieht das Ganze dann fertig gebraten aus und dazu mache ich den Juvec-Reis warm, den wir einen Tag davor schon zubereitet haben. Dazu gibt es wieder einen bunten Salat und einen Rest Bohnensalat mit Sahnesoße. Dieser ist mit Zucker, Sahne und Essigessenz, so wie ja, wahrscheinlich von vielen, die Omas und Opas das früher gemacht haben. Das mögen wir sehr gerne und ja, davon hatten wir noch einen Rest und diesen gibt es dann dazu.
Support your local dealer. Wir haben ja zurzeit hier die Ausgangsbeschränkung und ja, viele Restaurants leiden und wir bestellen in letzter Zeit öfters bei unserem ja, Lieblingsgriechen, würde ich sagen. Und es gibt für mich gibt es eine vegetarische Pita ohne Tzatziki. Dann haben wir eine große Portion Pommes dazu. Calvino hatte hier ein Feta-Käse paniert und frittiert. Und natürlich ungesunde Getränke dürfen nicht fehlen. Und am Abend gibt es noch Obstsalat. Dieser besteht aus Birne, Erdbeer, Pfirsich, Apfel und Banane. Und dann haben wir den Alpro-Joghurt darüber gemacht. Diesen Obstsalat bereitet der Bernd sehr gerne zu und den gibt es sehr oft bei uns am Abend noch als Snack, wenn ein kleines Hüngerchen aufkommt. Der ist lecker und gesund. Wir machen dann immer eine riesengroße Portion und die reicht uns dann für 2 bis 3 Abende. Das war's auch schon. Ich hoffe, das hat euch gefallen, meine Zusammenstellung der Rezepte in diesem Food Diary. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!